Straßen. Ich kenne die Strafe mit allen Fassaden, mit allen Fassaden. Das Gute, das Schlechte, die Taten, die Strafen im Streit zu vertragen. Kohle am Jagen, Kohle am Jagen, Hurum im Magen, Hurum im Magen. Sünde begehen, denn auch Gutes erwarten, vertauschen die Kleine. Zweifel aus dem Weg, Träume platzen, alles dreht sich um Geld, Frauen, Autos, Macht und wo du morgen stehst. Wer nicht hat, muss es sich nehmen. Da liegt das Problem. Wer macht jetzt wen kaputt? Ja, das ist also mein Leben. Und wie Mama immer zu mir gesagt hat, Junge, in dir steckt unheimlich viel drin. Und ja, Mama, da hast du richtig recht gehabt. In dem Moment. Ja, aber ist ja meine Schuld, ne? Tja, ist alles ein bisschen unangenehm jetzt, Herr Bonds. Aber das nützt alles nichts. So, Lille. Jetzt mal bitte mit beiden Händen die jeweils linke und rechte Seite der Glutealregion auseinanderziehen. Hä? Was meinen Sie? Ihre beiden Pobacken. Was soll ich sagen? Wissen Sie was, Herr Bonds? Ich werde mir da sicherheitshalber gern noch eine zweite Meinung geben lassen. Das Leben ist schön. Antisplastischer Nevus? Klar schon. Melano, Cister, Nevus? Ja, aber ich bin eben auch nicht der Auffassung, dass es ein Vorläufer eines superficiell spreitenden Melanoms ist. Keine der prospektiven Studien konnten das nachweisen. Also, chirurgische Exzision an der Stelle. So, da wären wir uns ja einig. Herr Dr. Lampier, vielen Dank. So, Herr Bonds, Sie können sich entspannen. Herr Bonds, wir haben eine schlechte und eine gute Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst hören? Die gute. Die gute ist, es ist kein Hautkrebs. Allerdings müssen wir den Pigmentnebus vorsichtshalber entfernen und einschicken. Tja, Herr Bonds, kommen wir zur schlechten Nachricht. Der Leberfleck, tja, wie soll ich sagen, liegt mitten im Zentrum. Das sind also die Momente im Leben, in denen einem die Nichtigkeiten des Alltags wie so klein wie ein Arschloch vorkommen, lieber. Ja, das Leben ist wie Fahrradfahren. Nur ohne Stützräder. Erst sieht man alle Freiheiten, dann verliert man irgendwann den Halt, ja, und dann fällt man auf die Schnauze. Das Schicksal. Ja, stellt einem Fragen, die man so nie hatte vorher. Und wie kann ich nach der OP kacken? Pam, pam und schieß. Armin, der Name, ein Sohn von der Straße. Ich schieße die Bilder zur Fotokollage. Aristokraten und Kokamisage. Geil, so fast 1 Million Views. Guck mal, Armin. Jetzt wird er doch noch ein kleiner Superstar, ja? Das war ohne Scheiß. Aus dem wird ein Star, Junge. Und wenn du irgendwann mal at the top bist, ja, vergiss niemals, wer diese geile Mucke für dich gemacht hat. Ich kenne die Straße.
Axel, dein Star-Produzent. Ja, ja, ja. Laber mich nicht voll, Mr. Star-Produzent, Alter. Zeig mal lieber den neuen Scheiß, den du gemacht hast, ja? Bevor du hier auf dicke Hose machst, Alter. Jalla. Geduld, Bruder, Geduld. Jung, schwarz, hungrig, auf der Suche nach Erfolg. Aus der Hood, wo jeder träumt, seine Platte ginge Gold. Bin das Sprachrohr meiner Leute, Mucke für das Volk. Schieß mit Hülsen voller Worte, Mann, direkt von diesem Ort. Ja, ich rolle dicke Joints, ticke auch das Zeug. Versäumte zu viel Zeit, was ich heute noch bereue. Aber ich bleib mir selber treu, häng noch mit den Jungs ab. Chillen in der Nachbarschaft, wie in jeder Großstadt. Durch und durch, wie ich mich kleide, bewege, benehme oder meine Texte schreibe. Das ist bei weitem mehr als irgendein Klischee. Kein Ghetto-Scheiß Gelaber, das ist echt, was ich erzähl. Hä? Digga, der Flow killt! Scheiß mal auf diesen ganzen Trap, Singsam, Mumble-Rap-Bullshit. Diese Kommerz-Scheiße machen wir nicht. Deine Stimmen braucht kein Autotune. That shit was dope. Ja, Mann. Ich weiß nicht, Mann. Irgendwie fühle ich mich nicht gut heute, Mann. Es läuft irgendwie nicht. Ich find's nicht, Mann. Immer noch wegen Yassin? Ich dachte, bei euch ist alles wieder cool. Aber was soll ich dir sagen? Du weißt, wie es ist, Alter. Ich hab da gerade einen großen Deal am Laufen, Alter. Und es fickt alles meinen Kopf irgendwie. Ich bin froh, dass ich da raus bin, ey. Wo kommt denn der Stoff her? Lass mal Thema wechseln, Bruder. Ich hab keinen Bock, drüber zu labern jetzt. Hm? Lass dich nur nicht erwischen. Denn weißt du, wenn du jetzt auf richtigen Gangster-Rapper machst, dann brauchst du irgendwann noch mal Rücken. Und so verkackst du dir das. Zumindest bei Yassin. Scheiß drauf. Was geht bei dir? Schreibt dir die Olle von letztens noch, oder was? Ach so. Ja, also. Ja, schon, aber die ist komplett durch. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du mal wieder was von der Bürgerin vom Kiez gehört? Meinst Tessa, oder was? Decker, übertreib mal jetzt nicht, Mann. Weil die mich einmal beim Sex irgendwie, weißt du, nicht gewürgt, sondern abgestützt hat auf meinem Hals, Alter. Und du machst direkt hier übertriebenen Film draus, oder was? Abgestützt? Ja. Laber mal kein, Alter. Du hast gesagt, es müsste mit jeder platzenden Ader in deinem Auge einfach nur geiler geworden. Ja, was, Alter. Leck mich, Mann. Und, hast du? Scheiß mal auf die, Alter. Die hängt jetzt sowieso beim Kalel-Clan ab. Echt? Ja, Mann. Tja, dann wirkt sie mittlerweile Yassin. Vergiss sie. Ja, was soll ich dir sagen? Die weiß schon, was sie macht, Alter. Drauf geschissen, Mann. Fuck off. Hey, Kleiner. Sieh an, sieh an, sieh an. Amir, der Rapper von nebenan. Hast du gedacht, du kannst einfach so abhauen? Der große YouTube-Star macht auf Sprinter. Läuft bei dir. Sieht wohl so aus, Igor, hä? Was mit dir? Willst du ein Autogramm von mir oder was? Ein Autogramm von dir. Ich bin nicht Femgeil. Ich stehe eher auf dein Ott, Digga. Ich glaube, dein Riesenbaby braucht wohl eher eine Banane anstatt Ott, oder? Blöd, du dreckiger Hurensohn. Ich schluck dir Fresse ein. Der Ritter Rucksack. Kalikowi, los! Zucker, Kalikowi! Bruderzorn! Und du bist eine Drecksopfer und wirst immer bleiben. Genau wie deine Scheißbruder und deine elende Familie. Penner! Fuck, Mann! Fuck, fuck, fuck!
Hallo? Hey, du Arschloch! Was? Nicht du, so ein Typ hinter mir. Egal. Du, was ich dich noch fragen wollte, steht das mit Samstag? Samstag? Da muss ich drehen, arbeiten, aber das ist, das heißt, ich meine, kann er deine Mutter nicht mal babysitten? Ach nee, Franz, das steht doch jetzt seit Wochen fest. Guck mal in unseren Familienkalender, da steht das drin, hier. Ja, allein, dass wir einen Familienkalender haben, das ist total krank. Ich bin weg. Tschüss. Ja, warte. Danke. Bitte. Sorry, bin wieder da. Sag mal, wieso redest du mit Max, wenn du mit mir sprichst? Ja, mein Gott, ich hab mich doch nur verabschiedet. Hast du mit deiner Chefin gesprochen, wegen dem Urlaub? Klar. Sag nicht, dass du es noch nicht gemacht hast, oder? Es sind nur noch 2 Wochen. Ich weiß so. Sag mal, Katrin, von welchem Geld sollen wir eigentlich in den Urlaub fahren? Ich meine, vom Kita-Geld? Oder von meiner Gehaltserhöhung über 68 Euro netto? Du hast es nicht gemacht, oder? Du hast es einfach nicht gemacht? Was genau machst denn du eigentlich? Katrin, nur weil ich in einem Geldspeicher arbeite, heißt es doch nicht, dass ich Onkel Dagobert bin. Ich meine, ich scheiße kein Geld. Wichser! Mischa, fahr doch vorbei! Shit! Scheiße! Was ist denn das für ein Müll? Ich hab sowas von die Schnauze voll! Scheiße, jetzt auch noch das! Krieg ich so die Krise, ja? Mich gerippt, Mann. Ja, Mann, die komplette Ware ist weg. Yassin bringt mich um, Alter. Nein, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr, Alter. Ich will nicht mehr. Ich bin gefickt, Alter. Fuck, Alter. Fuck. Wie sieht es aus, Yassin? Eva? Willst du für Shaban arbeiten? Oder hat er die Ansage gemacht? Deine Hure kam zu mir. Sie hat einfach keinen Bock mehr auf euch. Wie redest du über sie? Hm? Hast du keinen Respekt? Respekt? Wie gehst du mit deinen Frauen um, ha? Ich respektiere die Frauen. Ich respektiere Eva. Das ist gut. Eva hat Respekt. Und ich akzeptiere ihre Entscheidung. Aber hast du Respekt? 20.000 Euro sind kein Respekt. Ich kenne die Spielregeln. Sollen wir nach unten gehen und es klären wie Männer? Was ist dein Problem, hä? Weil ich esse Schweinefleisch. Weil ich nicht Ziegen ficke. Ja, nur Spaß, okay? Ich will Geschäft machen. Ihr wollt Geschäft machen. Also, ne? Weißt du, ich glaube, Respekt muss man sich zusammen erarbeiten. Lass uns doch mit ein wenig Alkohol darauf anstoßen, mein Freund. Hm? Ich dachte, der große Muslim trinkt keinen Alkohol. Ein Wodka. Du weißt, wo ich herkomme. Klischee. Natürlich. Wodka, Limon. Selbstverständlich. Mit Eis? Crushed. Klar. Eis, Wasser, der Inbegriff des Lebens. Selbst im Islam hat es eine reinigende Funktion. Eine Gabe Allahs, subhanahu wa ta'ala. Aladdin, wusstest du, dass dein Körper zu mehr als die Hälfte aus Wasser besteht? Das ist so. Selbst die Erdoberfläche besteht zu mehr als 70% aus Wasser. Unglaublich. Wasser kontrolliert das Leben auf Erden. Faszinierend. Eis, Wasser, Dampf. Das passt sich den Gegebenheiten einfach an. Bei 100 Grad verdampft es. Bei 0 Grad gefriert es. Und je kälter, desto härter wird es. Selbst bei minus 30 ist es so hart wie Kalkstein. Bei minus 80 so hart wie Stahl.
Und wir Menschen können es uns zunutze machen. Es bändigen. Mit dem nötigen Respekt. Wasser gibt Leben. Und Wasser nimmt Leben. Willst du immer noch für ihn arbeiten? Räum mal alles auf. So, ne? Micha, da sind wir jetzt, ne? Wie ist mit den Würmern da unten? Micha, kannst du mich einfach so allein lassen? Was soll ich mich jetzt mit Tobias treffen oder was? Ist nicht mein Freund. War deiner, ne? Muss man trennen. Ich meine, kannst du mir nicht einen Freund verärben, ich meine. Ich ruf ihn mal an, ja. Ich kann ja nicht den letzten Willen abschlagen. Es geht ja jetzt schlecht, ne? Weil jetzt ist vorbei, Micha. Das muss dir klar sein. Jetzt ist finito, Schicht im Schacht. Jetzt hopst wieder der Hase. Ich meine, das ist, jetzt bist du tot, ne? Mausetot. Nein, nicht sie. Ich meine, er. Ja, alle. Ich meine, irgendwann alle. Ja, ich meine, ja, vielleicht auch mal sie, klar. Yes. Ja, was hast du jetzt gehabt vom Leben? Erzähl mal. Immer nur geackert, gebunkert für die Kids, für die Frau, das Haus, den Hund, ja. Immer fleißig gewesen, ja, pünktlich auf Arbeit, genau. Du hast nie für dich gelebt. Kein Traum verwirklicht, nichts gewagt. Hat sich da jemand erkältet? Gesundheit. Danke. Gesundheit. Nochmal. Gesundheit. Danke. Und nochmal. Gesundheit, Herr Fonzi. Gesundheit. Jetzt aber Schönheit. Gesundheit. Danke, Franz. Ach, hast du schon das von Frau Unig gehört? Hm. Die hat gestern das Zeitliche gesegnet. Hm. Also, ich mochte die ja echt. Na ja, und die war ja ganz allein. Keine Kinder, keine Verwandten, nix. Wirklich schlimm, so einsam zu sterben. Na ja, wenn ich sehe, wie viel sie noch auf dem Konto hat. Davon könnte sie 200 Mal bestattet werden.
Ja, schade um das. Ich meine, schade um Frau. Frau Unig. Ja. Ach Mensch, ich mag mir das gar nicht vorstellen. So allein und verlassen. Also ich möchte nicht mal so abnippeln. Aber jetzt, wo Irmgard mich verlassen hat, mich letztes Jahr hat sitzen lassen, wo soll ich denn jetzt noch eine Frau finden? Aber von dem habe ich auch nichts zu erwarten. Der war eigentlich immer so ein Mama-Kind, weißt du? Was kann ich für Sie tun? Den Helm müssten Sie übrigens abnehmen, das ist eine Hausvorschrift. Warum denn nicht, dass ich denke, dass Sie einen Banküberfall machen wollen? Das geht nicht gegen Sie persönlich, weil Sie Ausländer sind. Friss so. Halt. Und zwar tust du mir jetzt 40 hier rein in die Tasche, hast du mich verstanden? Legst mich hier auf den Tisch, ohne großes Aufsehen. Hurensohn, Alter? Da fehlen ein paar Nullen. Das ist, also mit dem Hurensohn, das wollte ich ja mal, schon immer mal fragen. Also das ist ja im Prinzip nicht zutreffend. Weil meine Mutter, ich konnte das schwören, die waren niemals auf dem Strich. Die ist auch gar nicht besonders und voll. Vielleicht habe ich deshalb diesen Ödipus-Komplex. Alter, was ist los mit dir? Ich fick gleich deine Mutter, du Bastard, Alter. Ja, das ist schlecht. Schlecht, sie ist 70 und hat Beckenprobleme. In letzter Zeit ist sie so ein bisschen depressiv geworden. Alter, bist du behindert, Alter? Ich schieß dir gleich ein Loch in deinen verfickten Kopf rein, Mann. Ja, hab ich doch gedacht. Das ist Bibo Kinderparadies. Das ist dieses Bundle, was es gerade gibt, für 19,99. Das ist wirklich ein cooler Preis. Ich meine, für drei Pistolen mit Platzpatronen. Ne? Ich habe damals noch mehr Geld ausgegeben. Meine Jungs haben die auch, aber ich habe damals nur 30 Euro bezahlt. Also, das ist ein klasse Modell. Und immer, wenn ich nach Hause komme, dann zielen die auf Papa. Das ist klasse. Dann muss ich mich immer so verstecken spielen, wenn ich komme. Das ist lustig. Alter, was für ein Psycho bist du, Mann? Ah, ich merke das richtig doll gerade. Ich kann das fühlen. Du bist traurig. Ja, diese Rehaugen jetzt, na, das ist ein bisschen. Du bist ein sensibler Typ. Mal komm. Ja. Weißt du, ich habe ja vorhin auch schon. Guck mal, warum kann ich diese sehen, die Rehaugen? Ne? Weil das Visier ist oben. Ne? Du hast vergessen, das Visier runterzumachen. Ne? Und dann vorhin auch hast du den Helm ein bisschen früh aufgesetzt. Da hatte ich die Kamera vor der Bank schon gesehen. Und jetzt, guck mal, wer ich die sehen kann, kann ich die Kamera da hinten ja auch sehen. Ein kleines Fotoshooting, was du hier machst, ne? Willst du prominent werden? Also, ich erzähle dir jetzt mal was, aber tu das mal erstmal runter. Guck mal, wie sieht denn das aus mit dem Geld in der Knarre hier so? Kannst du ihn wirklich absetzen jetzt dahin? Lass mal ab. Setz mal den Helm ab, komm. Und dann erzähle ich dir was. Setz mal ab, komm. Ja, siehst du? Oh, wow. Ich dachte, du hast längere Haare. Naja, du pass auf, ich erzähl dir jetzt mal ungefähr, was passieren wird. Wenn du jetzt rausstirbst, ne? Das Adrenalin und das Cortisol, ne? Das belebt deinen Körper. Spätestens an der Rudolf-Janka-Straße bist du völlig fertig. In die anderen Richtungen macht eine Flucht übrigens keinen Sinn, weil hier, ich meine, hier gibt es drei Polizeidienststellen.
Und allein die Sirenen, die machen dich völlig kirre. Und dein Stress, die Panik, das steigt an. Und der Bulle, der dann auf dich zielt, der gibt dir mental völlig den Rest. Und die nächsten 8 Jahre verbringst du dann in einer 2x3-Meter-Zelle und dein beschissenes Leben ist dann noch beschissener. Oder aber ich gebe dir jetzt die 40.000 Euro und du gehst damit einfach raus, wie du vorhin reingekommen bist. Was? Glückstag für dich. Und am Samstag treffen wir uns dann auf dem Parkplatz aus Tallinn und du gibst mir die Hälfte der Kohle. Warum sollte ich das machen, du Opfer? Weil ich die Full-HD-Aufzeichnung von deinem Spektakel und den Rehaugen einfach nach Feierabend von der Festplatte löschen könnte. Sagen wir mal so. Wenn du dich jetzt klug anstellst, könnte Folgendes passieren. So, der gewünschte Betrag, Herr. Ich hatte den Namen noch nicht richtig verstanden. Den Ausweis bräuchte ich noch mal kurz. Escobar. Ohne Ausweis läuft hier gar nichts. Amir Abbas. Schöner Name. So, jetzt bitte noch hier unterschreiben. Und dann sehen wir uns am Samstag um 1 Uhr. Wir treffen uns 1 Uhr nachts im Freiraum. Das ist sicherer. Wo auch immer. Aber sei da, sonst hast du ab Sonntag einen eigenen YouTube-Hit mit diesem Clip hier, ne? Ja. Ja, schönen Tag noch, Herr Drehwerk, ne? Grüßen Sie die Frau. Husch, husch. Fuck, Alter! Wie schön, dass Frau Unik so kurz vor ihrem Tod noch eine Paarabhebung getätigt hat. Tja. Du, Franz, bleibt es eigentlich bei heute Abend? Hilde wäre auch dabei. Klar. Planänderung. Ich will die 40.000 schon morgen haben. Und mach mir nicht die Mühe, dich zu suchen. Was ist los? Nichts. Es ist Wochenende. Sie haben es sich verdient. Und jetzt geht's weiter mit dem neuen Song von Timo. Der neue Film. Ich hatte schon bessere Gummibären als dich im Bett. Dann hau doch ab! Schlappe! So ein peinlicher Opfer-Move, Mann. Bist du sicher, dass wir verwandt sind? Also, Phil vielleicht verwandt? Phil gefallen seine eigenen Kackhäufchen, Mann. Der ist keine Referenz. Dann mach doch Au-pair in Afrika, mein Gott! Na? Aber dir hat Papas Film gefallen, was? Nein. Du Kunstbanane bei der Banause. Hör
Polizeioberkommissar Hornbacher. Sind Sie Herr Bonds? Vielleicht. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Absolut kostenlos, kostet euch nichts.